Würde ich sagen, wir fangen mal an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hierher zum Talk gekommen seid. Das ist jetzt einer der ersten Slots, der gerade anfängt. Und wir haben jetzt gleich das großartige Vergnügen von einer Veteranin von Chaos-Besuchen oder Chaos-Events, uns einmal erzählen zu lassen, woran man so denken sollte, was man beachten sollte, wie es am coolsten läuft auf so einem Chaos-Event. Und ich bin schon selbst ganz gespannt, wie es gleich, was wir gleich zu hören bekommen und ob es irgendwie was Neues, Cooles gibt. Also, viel Spaß. Dankeschön. So, dann fange ich mal an, wenn die Folie gerade möchte. Sollte so gehen. Wer ich bin, nochmal ganz kurz zum Umriss. Ich besuche Chaos-Events und Events für freie und offene Software, ganz viele FOSS-Events, also Free and Open Source Software Events, davon gibt es auch einige. Schon seit mehreren Jahren angefangen habe ich vor ungefähr 12. So jährlich sind das bei mir ungefähr 15, 16, 17, 80, 18 Events im Jahr. Vielleicht auch mehr, ich schaffe das nicht zu zählen sauber. Und mache da ziemlich viele unterschiedliche Dinge. Also Chaos-Events, die kleinen, besuche ich meistens nur. FOSS-Events bin ich meistens als Ausstellerin tätig. Auf den Kongress, auf Camps und größeren CCC-Veranstaltungen helfe ich sehr gerne als Engel. Und wie man gerade sieht, ab und zu bin ich auch als Vortragende tätig. Eine kurze Umfrage am Anfang. Für wen ist das hier die erste Chaos-Veranstaltung? Wow, gut. Wer hat schon so 5 oder 6 Chaos-Veranstaltungen besucht? Oder mehr. Und wer hat so 20 plus X besucht? Okay, was zu erwarten war. Ich habe mal irgendwie nachgerechnet, es sind irgendwie 20, 30, 40, die sich so in Jahren so ansammeln. Ein kleiner Auszug zu meiner Übersicht, wie ich es allgemein plane, weil ich besuche regelmäßig Chaos-Veranstaltungen. Bei mir sind es 2 bis 3 pro Monat. Und um da mal hinterher zu sein, wo habe ich jetzt schon ein Ticket geklickt, wo habe ich ein Hotel gebucht, wo habe ich eine Anreise, eine Abreise gebucht, habe ich schon für die Veranstaltung im Zweifelsfall bei meinem Arbeitgeber Urlaub angereicht, führe ich so eine nette kleine Tabelle. Und dies ist ein kleiner Auszug aus so einer Tabelle. Da sieht man, GPN ist natürlich durch, weil ich brauche keinen Urlaub für die GPN und es ist auch alles gebucht, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich habe sogar ein Ticket. Und die nächsten 2 Veranstaltungen, die ich besuche, sind die COSIN und die CPU. Und an der CPU bin ich gerade noch am Feilen und noch die letzten Zugtickets buchen. Und für die COSIN muss ich irgendwie noch meinem Chef sagen, dass ich einen Tag Urlaub brauche. Dann beginnen wir mal mit dem nettesten und freundlichsten Teil. Wie reise ich zu einer Veranstaltung an? Und wie reise ich ab? Meistens ist das sehr synchron mit das, womit du anreist, reist du auch ab. Teilweise kann es natürlich passieren, dass du irgendwie zu einer Veranstaltung hinfliegst, weil du keine Zeit hast und mit der Bahn zurückfährst oder auf der Rückfahrt irgendwie mitgenommen wirst oder sonstiges. Ist mir alles schon passiert, dass dann plötzlich heißt, ach, ich habe zwar noch ein Bahnticket, aber ich könnte dich jetzt irgendwie mitnehmen oder so. Also, dass ich mitgenommen worden bin, obwohl ich ein Bahnticket hatte. War dann auch ganz angenehm, bis vor der Haustür gefahren zu werden. Also, Sache, was man machen kann, ist natürlich Bahn und Bus nehmen. Da muss man nicht unbedingt alleine fahren. Das habe ich zum Beispiel mal jetzt häufiger. Ich frage, wer hat Lust mit mir den und den Zug zu fahren oder wer aus meiner Umgebung kommt auch dahin, wenn man schon sich anfängt zu vernetzen, wer fährt auch zu der Veranstaltung dann und dann aus der Region los, will man nicht gemeinsam im Zug sitzen und sich vielleicht ein Abteil oder zumindest ein 4er zusammenmieten. Ich bin auch auf der Hinfahrt nicht alleine gefahren, das war sehr angenehm. Dafür kann ich so Apps empfehlen wie DB Navigator, wo man einfach dann so Zugtickets reinwirft und dann kann man direkt sagen, hier Schaffner, seien Sie glücklich. Aber auch Flixbus hat eine App, Öffis, also die App Öffis verwende ich dann, wenn ich vor Ort bin, um dann vom Bahnhof die Veranstaltung-Location zu finden. Die nächste Anreisemethode ist das Auto. Klassiker, da kann man entweder ein eigenes Auto haben,
Da sollte man natürlich, wenn man sehr kollegial ist, mal sagen, ich fahre mit dem Auto zu einer Veranstaltung, irgendwie auf Twitter oder in diversen Wikis sagen so, hey, ich fahre zu der Veranstaltung, also im Veranstaltungswiki, hat nicht jemand Lust, mitzukommen? Dann kann man sich Tankkosten sparen, halbieren und man hat meistens ziemlich viel Spaß auf solchen Fahrten. Man kann natürlich auch sagen, ich wohne jetzt hier, ich würde zwar gerne mit dem Auto gefahren werden, weil Zug ist mir zu stressig, zu viele Menschen, zu viel Verspätung. Kann man natürlich auch eine Mitfahrgelegenheit suchen. Das ist dann der andere Part. Wenn jemand sagt, ich habe ein Auto zur Verfügung, dazu gibt es auf den entsprechenden Wiki-Seiten auf den entsprechenden Wikis zu den Veranstaltungen entsprechende Seiten, wo man sagen kann, ich suche von, keine Ahnung, Hamburg eine Mitfahrgelegenheit nach hier zu GPN und dann konnte man sich hier im Wiki zu GPN eintragen. Ich suche und teilweise wurde auch was gefunden. Und was ich häufiger mache, weil ich kein eigenes Auto habe, ist mir ein Auto zu mieten. Wenn es zu Veranstaltungen geht, die ein bisschen weiter weg sind, so ein Camp, was nicht gut mit ÖPNV erreichbar ist oder andere Veranstaltungen, wo man dann sagt, ÖPNV, nein. Und dann noch kommt, okay, dann bleibt ja nur noch ein Auto übrig, besonders wenn man irgendwie Campinggepäck mitnimmt. Und auch da kann man dann sagen, ich nehme noch jemand anderes mit aus der Region, dann teilt man sich auch eine Autofahrt und die Kosten sinken dadurch auch erheblich. Die letzte Option ist natürlich bei Veranstaltungen, die weiter weg sind oder im Ausland, das Fliegen. Davon kann ich nur sehr gut empfehlen, von der Airline, mit der man fliegt, sich die App herunterzuladen, weil dann hat man das ganze Ticket komplett im Handy und kann ziemlich smooth durch alles durchgehen, ohne jetzt Boardingcard ausgedruckt zu haben, Ticket vorher ausdrucken, zum Check-in gehen, sagen, ich brauche jetzt eine Boardingcard und so weiter. Manche haben es auch dann Check-in inklusive, also in der App verbaut. Alles sehr nett. Wichtig bei Flugtickets zu beachten, besonders wer gerne billig fliegt, Gepäckaufgabe ist nicht immer inklusive. Und wenn man dann zum Kongress zum Beispiel fliegt nach Leipzig und man bleibt da so 5-6 Tage, das alles in Handgepäck zu packen, kann dann anstrengend sein, wenn man dann noch sagt, ich will noch diese und jene an Technikkram mitnehmen, dann empfehle ich eben ein Gepäckstück aufzugeben, besonders was für elektronische Bauteile, Flüssigkeiten oder sonstiges angibt, was im Handgepäck verboten ist. Und ganz wichtig bei der Anreise, Preise zu vergleichen, also sowohl unter den Mietwagenanbietern als auch bei der Bahn gibt es Preisunterschiede, je nachdem, wie man bucht. Also auch mal gucken, ob man, wenn man weiß, in 4 Monaten findet die GPN statt, man ist gerade auf dem Kongress, weiß, im Mai findet die GPN statt, der Termin ist ja sehr gut bekannt. Und dann kann man entweder direkt buchen, wenn der Termin raus ist, oder man wartet noch 2 Wochen, dann sinkt teilweise der Preis, muss man halt eben beobachten. Zu der Veranstaltung selbst. Wie bekomme ich ein Ticket zur Veranstaltung? Hier auf der GPN ist das alles kein Problem, man kommt hier hin, hat am besten Fall sich angemeldet, dann kriegt man solche Features wie ein Ticket für ein ÖPNV hier. Oder es gibt Veranstaltungen, da brauchst du ein Ticket. Und nicht immer sind die Tickets in Maßen vorhanden, sondern nur so schnell sein hilft. Da ist es ganz wichtig, Ankündigungen verfolgen. Wenn so ein Ticketverkauf losgeht, wird er meistens rechtzeitig angekündigt. Einen Tag vorher, eine Woche vorher, teilweise auch einen Monat schon vorher. Da findet man die Informationen auf Websites, am Twitter und auch, es gibt noch sowas wie Mailinglisten hier im Chaos, sehr aktiv, wo auch mal angekündigt wird. Dann und dann beginnt der Presale, damit man rechtzeitig weiß, wann man die F5-Taste bombardieren darf. Frühzeitig und rechtzeitig, also wer sagt, ich möchte jetzt irgendwie zur GPN noch kommen und hätte dafür noch dieses öffentliche Nahverkehrsticket inklusive, die Anmeldung hat vor 4 oder 5 Tagen geschlossen. Bei anderen Veranstaltungen auch rechtzeitig da sein, irgendwann gibt es keine Tickets mehr, irgendwann sind Veranstaltungen größtentechnisch ausverkauft. Deswegen früh gucken und dann rechtzeitig, wenn das Presale eröffnet ist, buchen. Das Wichtigste, wenn man sich ein Ticket geklickt hat und man nicht fortbezahlen soll, rechtzeitig überweisen, sonst ist das Ticket ganz schnell nicht mehr vorhanden. Passiert jedem einmal, kann passieren, man sollte sich entweder man überweist es sofort und wenn man gerade nicht überweisen kann, wenn man zum Beispiel kein Online-Banking hat oder gerade nicht Zugriff drauf hat, sich das in den Kalender setzen, dass man das bezahlt. Und vor der Veranstaltung ganz wichtig, die Tickets herunterladen, weil wie man hier auf der Veranstaltung sieht, das WLAN ist noch nicht stabil.
genug. Wenn man jetzt anfängt, ich brauche noch ein Ticket. Ich kann mein Ticket nicht vorzeigen, ich komme nicht auf die Webseite. Ist das verdammt blöd irgendwann. Aber meistens, keine Sorge, irgendwann funktioniert auch ein WLAN auf einer Veranstaltung. Hier oben sieht man ganz schön, wie so eine Bestellung aussieht. Und man sieht, ich habe nicht bezahlt heute. Ist aber bei der Veranstaltung kein Problem. Deswegen, man sollte achten, dass das irgendwann grün wird und bezahlt steht. Und hier sieht man meine aktuelle, also eins meiner beiden aktuellen GPM-Bestellungen. Wie man sieht, einfach alles angeklickt. Ich habe heute Morgen das PDF heruntergeladen und einfach mal so Bilder, damit ihr das mal gesehen habt, wie so ein Prefix aussieht, falls ihr hier seid, ohne euch durch diese Software geklickt zu haben. Das zweite Wichtigste während der Veranstaltung ist natürlich, wo übernachte ich? Viele Chaos-Veranstaltungen sind nicht unbedingt der Fan, dass man vor Ort übernachtet. Natürlich gibt es auch Chaos-Veranstaltungen wie Camps, wo man vor Ort übernachten kann, oder auch kleine Veranstaltungen, die entsprechend Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, wie Turnhallen, Dachböden oder Sonstiges, wo man dann mit Schlafsack und Isomatte nächtigen kann. Aber das können nicht halt eben nicht alle Veranstaltungen, deswegen informieren, wo man übernachten kann, also ob man vor Ort übernachten kann oder ob man selbst eine Unterkunft suchen muss. Bei Unterkunft kann man als einfachstes Mittel andere Nerds fragen. Doppelzimmer sind so teuer wie Einzelzimmer. Man kann zusammen buchen, wenn man gerade irgendwie sich ungefähr versteht. Alternativ, so eine Veranstaltung hier findet in Karlsruhe statt. Hier gibt es einen Hackerspace, hier wohnen einige Nerds. Einige von denen haben eine Couch. Man kann mal lieb anfragen, ob man nicht noch so eine Couch besetzen darf und dort zu schlafen. Man kann natürlich auch eine GPN lang wach sein, aber das würde ich niemandem empfehlen. Deswegen Hotel und Hostel, halt eben, wenn man keinen anderen Nerd gefunden hat, der zum Beispiel schon direkt das Hotelzimmer für einen gebucht hat und dann sagt, ja, ich habe für dich direkt noch ein Bett mitgebucht, kannst bei mir schlafen, selber dran denken. Meistens kann ich empfehlen, die naheliegendsten Hotels sind meistens teuer, etwas weiter entfernt wird billiger, muss man halt eben gucken, wo selbst einem die preisliche Schmerzgrenze für Komfort steht. Jetzt zum wichtigsten Teil, was nehme ich auf eine Chaos-Veranstaltung alles mit? Also fangen wir bei einer typischen technischen Ausstattung an. Notebook, Ladekabel zu Notebook ist ganz sinnvoll. Also so ein Notebook, wenn man präsentieren will, wenn man arbeiten will, sinnvoll. Ladekabel genauso sinnvoll, weil irgendwann hat der Akku keinen Strom mehr. Also wenn man ein Standard ThinkPad-Modell hat, hat man meistens kein Problem, sich noch ein Ladekabel von irgendjemandem zu leihen. Aber wenn die Geräte exotischer werden, wird es kompliziert. Kabel zum Smartphone laden auch ganz wichtig. Irgendwann ist der Handy-Akku leer. Wenn man dann sein USB-C, USB-Kabel oder sein Lightning-Kabel fürs iPhone nicht dabei hat, muss man andere Leute fragen. Und das ist nicht immer ganz angenehm, wenn plötzlich alle sagen, oh, ich habe mein Kabel vergessen, gibt es keine Kabel. Nicht schön, also mitnehmen. Deckt und Akkus. Also viele Veranstaltungen bieten Decktelefonie an. Also kann man das meistens auch nutzen. Man registriert sich rechtzeitig auf den Webseiten seine Nebenstelle und bringt dann sein Deck mit. Ich kann Ersatzakkus sehr empfehlen. Dann kann man einfach ein Set Akkus einfach reinstecken und muss das Decktelefon nicht an einer Ladeschale laden. Dann hat man es immer bei sich. Kopfhörer sind auch immer ganz sinnvoll, was ich gerne mit habe, wenn man einfach mal irgendwo konzentriert arbeiten will und die Umgebung ein bisschen ausblenden möchte oder auch für die Hin- und Rückreise sehr empfehlenswert. LAN-Kabel, mega wichtig, Switche, wenn das WLAN nicht funktioniert und die Switche ein bisschen weiter weg sind oder allgemein, um an den Switch zu kommen, LAN-Kabel. Steckdosenleisten geht das selber, meistens ist es sehr gut vernetzt, so Steckdosenleisten. Es passiert aber auch teilweise auf Veranstaltungen, dass man den letzten Meter selber machen muss und auch beim Camp wird nicht für jedes Zelt eine Steckdose bereitgestellt, man muss seine Steckerleiste selber mitbringen. Und noch was ich in Klammern geschrieben habe, die Powerbank ist ein Nice-to-have, wenn der Akku mal leer ist und man trotzdem irgendwie weiterrennen will und nicht jetzt irgendwie das Handy irgendwo laden lassen und unbeaufsichtigt lassen willst, eine Powerbank zu nutzen. Kleider und Kosmetik, da will ich jetzt nicht aufs Einzelne reingehen, weil jeder hat einen unterschiedlichen Kleidungsstil, aber man sollte auf die Dauer der Veranstaltung achten, also genug Ersatzunterwäsche, genug T-Shirts. Weil wenn man 4 Tage auf einer Veranstaltung ist, aber nur für 2 Tage Ersatzwäsche mit hat, ist das blöd. Die Jahreszeit sollte man stets beachten, weil im Winter braucht man andere Kleidung als im Hochsommer. Und zur GPN wird es immer warm.
Auch das Wetter spielt eine Rolle. Also wenn jetzt irgendwie für eine Campingveranstaltung mehr Regen angekündigt ist, ist es zwar schön, wenn man draußen campt, aber man sollte Regensachen mitnehmen. Wenn irgendwie zu viel, also wie hier immer Sonne angegeben ist, sollte man an Sonnencreme denken, weil sonst wird es irgendwann rot, besonders wenn man draußen auf der Wiese erstmal ein paar Stunden gesessen hat. Ohne Sonnencreme sieht es übel aus. Und auch natürlich eine Location beachten. Hier hat man zum Beispiel sowohl die Möglichkeit, drinnen als auch draußen zu sein. Aber wenn man so an Kosmetik, wenn man zum Beispiel auf dem Kongress ist, ist die Luft meistens sehr trocken, besonders wenn man am CCL sitzt. Der empfiehlt sich auch, die ganze Zeit eine Feuchtigkeitscreme mit sich rumzuführen und eine Handcreme, weil sonst die Hände ziemlich schnell spröde werden und das Gesicht auch sehr leidet. Essen und Trinken, da gehe ich jetzt nicht auf irgendwie Nahrungsmittel ein, sondern Besteck mitnehmen, ein bisschen Geschirr, also bruchfestes Geschirr und auch ein bruchfestes Trinkgefäß. Schadet nie, wenn man sich irgendwie hier Essen abfüllen will, dann muss man kein Plastikgeschirr nutzen, also Einweggeschirr hilft der Umwelt und man hat irgendwie sein eigenes Besteck, was dann meistens besser ist als irgendwie ein Plastikmesser, wenn man sein normales Haushaltsmesser dabei hat oder halt eben sich im Campingbesteck zulegt. Projekte und Werkzeuge, also meistens arbeitet man, wenn man auf so einem Chaos-Event ist, an irgendeinem Projekt. Teilweise wird auch angeregt, bring dein Projekt mit, stell es vor, arbeite dran. Man sollte das Projekt mitnehmen und auch alle Zubehörteile, weil wenn man dann sagt, oh, ich nehme meinen 3D-Drucker mit, ich will auf der Veranstaltung was 3D drucken und man hat das passende Filament vergessen, ist das blöd. Sehr blöd, weil man kann Glück haben, dass da jemand ist, der auch sagt, oh, ich habe meinen 3D-Drucker mit, ich habe für dich Filament. Wenn nicht, dann hast du zwar ein schönes Projekt in der 3D-Drucker, aber ohne Filament nicht schön. Und zu Werkzeugen, also Taschenmesser, Multitool, Gaffertape, man muss nicht immer alles bei sich tragen und man muss auch nicht alles dabei haben, aber so ein Taschenmesser ist besonders auf Camping oder auch mal auf so einer GPN ganz sinnvoll, wenn man plötzlich irgendwas schneiden muss. Jetzt zu meinem eins der wichtigsten Punkte, medizinisch und hygienisches. Wer Vorerkrankungen hat oder Medikamente regelmäßig braucht, sollte es mindestens für die Dauer der Veranstaltung genug Medikamente mit sich führen. Die doppelte oder die dreifache Dosis, je nachdem, wie sehr man denkt, dass die Veranstaltung sich in Länge zieht, wenn man dann noch bei Leuten anfängt zu übernachten oder Sonstiges. Für Frauen und so, Hygieneartikel sind auch sehr sinnvoll mitzunehmen, wenn man plötzlich dann anfängt, die Tage zu bekommen. Händedesinfektion und Seife, wenn man irgendwie jetzt irgendwie auf dem Kongress die ganze Zeit rumläuft oder einfach sich mal, wenn man gerade auf dem Camp ist und da die hygienischen Bedingungen gerade nicht seinem eigenen Standard entsprechen, ein bisschen Seife mitnehmen, ist meistens nicht viel. Und auch, ich habe gehört, Kondome sollte man auch mitnehmen, sonst wird 9 Monate später die Veranstaltung Revue passieren lassen. Was noch spezifisch ist, worin sich Veranstaltungen unterscheiden, unterschiedliche Länder, zum Beispiel die COSIN, die ganz am Anfang war, findet in der Schweiz statt. Da sollte man natürlich aufpassen, es ist nicht Deutschland, andere Standards, sie haben eine andere Währung. Wenn man irgendwie in ein anderes Ausland fährt, die haben andere Steckdosen, entsprechende Adapter nehmen. Es gilt auch für andere Bundesländer, weil Feiertage gibt es nicht in jedem Bundesland gleichmäßig und jedes Bundesland hat auch seine spezifischen Eigenschaften in Deutschland. Das heißt, man sollte sich vorher erkundigen, besonders wenn man ins Ausland fährt, was darf man mitführen, wie sind da die aktuellen nationalen Regeln, was bestimmte Dinge angeht und so weiter. Es gibt unterschiedliche Jahreszeiten, da bin ich gerade schon bei Kleidung angekommen. Man sollte natürlich im Winter eher Schneestiefel mitbringen als im Sommer. Im Sommer sollte man eher Sonnencreme, Handtuch, Badehose und Sonstiges. Ganz wichtig, findet die Veranstaltung hauptsächlich drin oder draußen statt. Viele sind so eine Mischkultur wie hier. Man kann drin sitzen, man kann draußen sitzen, aber das sollte man vorab klären. Auf dem Kongress sitzt man eher drinnen. Das heißt, man muss nicht unbedingt die ganze Zeit, also für jeden Tag viel Winterkleidung mitnehmen, nur um die 3 Meter bis zum Hotel zu laufen, sondern man ist hauptsächlich drinnen, also da reicht meistens T-Shirt und vielleicht eine Pulloverjacke. Genauso wie beim Camp, wenn man die ganze Zeit draußen ist oder bei anderen Veranstaltungen, die eher draußen sind, dann sollte man immer mal gucken, dass man vielleicht noch eine Ersatzwindjacke mit hat oder so, weil dann kannst du ja abends schon mal kühl werden. Anreiseart spielt auch noch eine Rolle, also wer fliegt und nur Handgepäck mit hat, kann jetzt nicht so viel mehr mitnehmen, was man sonst mitnimmt. Wer Zug fährt, wird beim dritten großen vollen Koffer auch ein bisschen interessant.
Besonders wenn die Aufzüge und Rolltreppe nicht funktionieren. Man sollte auch die Anreiseart beachten und auch Autos haben einen gewissen Platzkontingent, was ihre Kofferräume angeht. Also wer sagt, ich würde gerne das alles mitnehmen, fahre aber nur Zug, sollte sich immer im Klaren sein, er muss sein Gepäck tragen können. Distanzen, da gehe ich darauf ein, dass es so wie ein Kongress und ein Camp sehr weitläufig ist. Da lohnt sich so ein Roller oder andere Gefährte, um längere Distanzen zu überbrücken, während kleinere Veranstaltungen meistens auch flächenmäßig sehr klein ist. Da braucht man nicht sowas wie einen Roller oder ein Fahrrad für die Veranstaltung mitzunehmen. Der zweite wichtige Punkt, Fotografierverbote beachten. Hier ist das sehr freizügig geregelt, da stehen auch immer in den entsprechenden FAQs, wie das mit der Fotopolicy ist. Hier ist das sehr, sehr freizügig geregelt, hier darf man eigentlich immer fotografieren, also zumindest Panorama und so. Auf anderen Veranstaltungen sollte man das vielleicht vorher fragen oder unterlassen, weil es dort nicht immer unbedingt gern gesehen wird, wenn jeder da anfängt, Fotos zu schießen. Noch ein dritter Punkt, Ernährung. Also wer Allergien hat oder Veganer ist, Vegetarier, sollte natürlich auch darauf achten, dass er entweder sich selbst was mitbringt, wenn er weiß, dass vor Ort nicht unbedingt ernährungsspezifische Gegebenheiten sind, oder sich vorher informiert, wo bekomme ich denn für meine spezielle Ernährungsweise Nahrungsmittel her. Allgemein sollte man sich informieren, ob die Veranstaltung eher dafür sorgt, dass du was im Magen hast oder ob man selber sich versorgen muss. Also hier gibt es Frühstück morgen früh, aber so abends gibt es Gulasch und wer jetzt nicht unbedingt Gulasch mag, sollte dann mal gucken, wo er von sich hier so eine Umgebung an Nahrung bekommt. Da kann ich immer Google Maps sehr gut empfehlen, da sagt man einfach, ich hätte gerne ein Restaurant in der Umgebung und dann findet man was. Schwimmsachen hatte ich gerade schon angesprochen, es gibt so Location mit Badeseen in der Nähe oder auch so ein Herx on the Beach an der Ostsee, da sollte man vielleicht Badesachen mitnehmen, wenn man irgendwie ins Wasser will. Und ganz wichtig, Handtuch nicht vergessen. Ich habe gehört, ohne Handtuch zu reisen ist blöd. Art des Besuches, das mache ich jetzt ganz kurz. Man kann natürlich als Besucher auf so eine Veranstaltung gehen, man guckt sich einfach alles an. Ist sehr schön, man kann mit Leuten sich unterhalten. Dabei ist es vielleicht sinnvoll, vor sich das Vortragsprogramm anzuschauen. Da findet man, dann weiß man, ob man Vorträge besuchen will, ob da irgendwas ist, was einen an Vorträgen interessiert, weil man gerade sich eben mit dem Thema beschäftigt oder halt eben Interesse hat. Das zweite ist, sich Projekte anzuschauen, also wenn man sich irgendwie interessiert für C oder irgendeine Programmiersprache oder für 3D-Drucker und so, kann man sich halt eben dann zu den Leuten hinsetzen, die sich gerade mit 3D-Drucker oder mit einer Programmiersprache oder mit Nähen oder mit allem Möglichen beschäftigt und dann sich dazusetzen. Oder man guckt, wo findet man hier Leute, die in meiner Region tätig sind. Also wenn man hier ist und man sieht, da ist der und der Hackerspace aus der Region und ich wohne da in der Nähe, vielleicht setze ich mich mal zu denen und unterhalte mich, um auch Kontakte zu knüpfen, um mit Leuten in Kontakt zu treten und auf so Mailinglisten zu kommen, damit man weiß, wann das nächste Event stattfindet. Wenn man Informationen sucht, kann man sich an Infotresen wenden oder IRC-Channel, also fast alle Veranstaltungen nutzen noch IRC. Und meistens gibt es auch auf Veranstaltungen Infotresen, wo man dann alle Fragen, wo ist was, wie ist das Vortragsprogramm, wo findet welcher Vortrag statt, beantwortet bekommt. Und ganz wichtig, stellt Fragen. Also es gibt niemanden auf dem Chaos-Event, der dann sagt, wieso stellst du jetzt diese dumme Frage, wo der Saal ist, ist doch mal schon klar, dass der Saal da war. Das wird kaum einer sagen. Die meisten sagen dann so, der Saal ist da vorne oder wenn man fragt, wo ist die nächste Chatte, dann wird man meistens freundlich darauf hingewiesen, wo denn eine ist. Als Helfender, wenn man sagt, ich würde gerne an so einer Veranstaltung ein bisschen mithelfen, ich habe Tatendrang, es gibt das Engelsystem, also fast alle Veranstaltungen nutzen das Engelsystem, es gibt welche, die machen das noch analog. Kann man sich registrieren vor der Veranstaltung, gucken, was zu einem passt. Dabei ist es wichtig, was jetzt Gleiches kommt, ich überspringe kurz was, die Voraussetzungen zu überprüfen. Da steht drin, diese Schicht ist für dich gesperrt oder du solltest das und das können. Wer zum Beispiel in der Küche arbeitet, sollte wissen, wie man mit Lebensmitteln umgeht, auch mit der Hygiene in einer Küche. Wer irgendwie im VOG ist, sollte vielleicht ein bisschen Ahnung von Videotechnik mal gehabt haben. Wer im POC mitmachen möchte, also im Phone Operation Center, sollte von Telefonie ein bisschen Ahnung haben und so weiter. Helfer finden meistens im Bereich von Himmel oder hier nennt man sie Trolle. Eine Person, die dann spezielle Sachen auch erklären kann. Das sind meistens Helferkoordinatoren, die dann erklären, ja, für die Schicht solltest du das können oder da musst du das machen und dort findet sie statt.
Und man kann auch immer andere Helfer, meistens tragen Helfer Badges oder so, man kann auch andere Helfer ansprechen. Im besten Fall erwischt man jemanden, der länger dabei ist und das dann auch einem erklären kann. Ganz wichtig ist Zeitmanagement, weil ich kann nicht irgendwie einen Ausgang bewachen oder Essen zubereiten, hier Gulasch kochen und nebenbei einen Vortrag besuchen, den man besuchen will. Da sollte man vor sich im Klaren sein, wofür man sich gerade verpflichtet. Noch ein Punkt, den ich selber schmerzlich lernen musste, Maßen und Massen. Man kann in Maßen helfen und man kann in Massen helfen. Wer in Massen hilft, rennt aus und das ist nicht gut. Das wollen wir hier alle nicht, dass Leute nach einer Veranstaltung kaputter sind als vorher. Im Maß helfen ist dann meistens gut. Da muss aber jeder selber wissen, ob er jetzt am Tag eine Stunde oder zwei oder auch vier arbeiten kann. Und Helfer sind meistens pünktlich zu ihren Schichten und auch immer sehr höflich. Jetzt zum letzten Punkt, was mich gerade auch betroffen hat, was man so tut, wenn man sagen will, ich will auf der und der Veranstaltung jetzt einen Vortrag halten, weil ich voll dieses coole Projekt habe, was voll auf diese Veranstaltung passt und auch voll zum Motto passt. Es gibt immer einen Call for Participation, der wird angekündigt. Einreichungszeiträume beachten, dass man rechtzeitig den Vortrag einreicht. Ich habe diesen Vortrag am letzten Tag eingereicht, weil ich spontan auf die Idee gekommen bin. Aber normalerweise sollte man vorher sich Gedanken machen, bis dann, dann sollte ich den Vortrag eingereicht haben. Das heißt, bis dann sollte man schon zumindest so ein kleines Grobkonzept für den Vortrag haben. Und dann auch auf die Bestätigung-Mail abwarten, die man bekommt. Und diese bestätigen, dass man den auch wirklich dann halten möchte. Man sollte, wenn man dann so hier ist, gucken, ob der Vortrag sich noch verschiebt. Bei mir war der erst im Medienstudio angekündigt, jetzt ist der hier. Also man sollte mal gucken, wann, wenn dann noch so Fahrplanänderung ist, wann und wo das passiert. Und das regelmäßig, damit man rechtzeitig zum Vortrag ist und nicht plötzlich vor dem falschen Saal steht oder zur falschen Uhrzeit da ist und dann merkt, ich halte ja doch gar keinen Vortrag. Vortragsmaterialien rechtzeitig beginnen, damit man einen Vortrag hat. Und ganz wichtig, ein Backup machen. Weil der Moment, den hatte ich, als ich den Vortrag vor einem Jahr gehalten habe, also einen ähnlichen Vortrag, da ist mir Vortragsfolien fertig, ich war glücklich, wollte ein paar Stunden später den Vortrag halten. Mein Rechner ist gerade abgeschmiert, meine LaTeX-Präsentation ist weg. Reiner Datenmüll. Seitdem fange ich an, von Vortragsfolien ein Backup zu ziehen, beziehungsweise gerade mache ich das mit so einem Cloud-Anbieter im Rücken, wo es einfach automatisch weggespeichert wird. Man sollte gucken, weil wenn man dann so vor dem Vortrag merkt, oh, meine Folien sind weg, nicht schön. Ansprechpartner suchen, also meistens, also ich war hier vor und habe sofort vom Herald gesagt bekommen, die meisten Veranstaltungen haben Leute, die sich um die Vortragenden kümmern, dort gucken, wer ist da, wie kann er mir helfen, was für Anschluss habe ich an meinem Notebook oder brauche ich noch ein Notebook, weil ich selbst kein Präsentationsmaterial mit habe, weil ich gerade aus den USA komme und mein Notebook nicht mitnehmen möchte, weil ich Angst habe, es nicht mehr zurücknehmen zu können und sonstiges und auch Anschlüsse, dass es nicht hinterher heißt, man kommt zu seinem 5 Minuten vor seinem Vortrag und hat dann nur exotische Videoanschlüsse und das passt gerade nicht mit der Technik vom Haus. Auch das vorher klären, rechtzeitig anwesend sein, also so 5 bis 10 Minuten vorm Vortrag da sein, ist schon sinnvoll. Am besten so ab einer halben Stunde vorher schon mal mit den Leuten reden, dass man auch da ist. Und flexibel sein, es kann nämlich auch mal passieren, dass vor Ort noch der Vortrag verschoben wird, also ein bisschen Flexibilität mit einplanen. Und das war's auch schon. Das heißt, das war eigentlich gerade richtig, denn wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal Zeit für 1 oder 2 Fragen. Also so gerade noch ein paar Minuten. Hat denn jemand eine Frage? Traut euch. Sonst hätte ich vielleicht eine Frage. Was ist denn dein Lieblingsevent, was du so im Jahr besuchst? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, sonst darf ich zu allen anderen Events nicht mehr. Aber mein Lieblingsevent ist, glaube ich, da war ich zwar erst einmal, aber die ICMP, weil das ein sehr, sehr kleines Event ist. Mhm. Also wirklich so 100 Mann, also 100 Menschen. Okay. Welche exotischen Videoanschlüsse fehlen in der Adaptertüte vom VOG noch? Gab es früher irgendwas mit Parallel oder Seriell schon bei den ersten Geräten für zweite Monitore? Also einen Monitor über einen seriellen Anschluss, das habe ich noch nie gesehen. Falls es irgendwer kennt und hat, bringt es zur nächsten Chaos-Veranstaltung mit, wir wollen uns drum kümmern.
Also es gibt bestimmt Anschlüsse vor meiner Geburt oder so, die damals modern waren. Aber ich glaube nicht, dass man mit einem Notebook kommt, wo diese Anschlüsse dran sind. Hat noch jemand eine Frage? Also ich habe noch eine kleine Anmerkung. Ich werde die Folien hochladen, also zumindest irgendwie im Vortragsraum hinterlegen, weil ich habe hier hinten noch eine Linkliste angefügt, wo man auch nochmal eine ausführliche Packliste findet, wo welche Termine sind und sonstiges. Da mal reingucken, wenn man irgendwie Interesse hat und rechtzeitig von Ankündigungen oder rechtzeitig informiert werden will, wann ein Event ist. Ihr müsst das nicht fotografieren, das wird hochgeladen. Ihr könnt es aber auch fotografieren, dann habt ihr es ja direkt mit. Und es ist auf dem Stream drauf. Aber ihr dürft bestimmt auch einfach direkt jetzt nach dem Vortrag nochmal auf dich zukommen, dich ansprechen und auf dem Event sowieso einfach mal ansprechen und kennenlernen. Ja. Okay, dann danke dir. Applaus